uns Männer ist eine interessante Frage. Haben wir auch so einen Vergleich? Oh Gott! Dankeschön! Danke, danke, Domi! Ja. Na, wer hat sich gerade verjagt? Herzinfarkt? Ich bin doch gar nicht eingeschlafen. Ich war doch hier. Quäl mich nicht. Schön Popcorn essen dabei, ne? Dankeschön, auf jeden Fall. Ja. Guck mal, wie die Kiste trägt. Einfach gar nicht. Das ist kein Gut. Einfach mal dran gehängt. Guck mal hier. Wow, das ist Magie hier. Es muss ein magischer Ort sein. Die lädt hier in der Luft. Warte mal. Krasse Körperbeherrschung. Chillt ihr auch alle? Seid ihr schon gechillt? Maximal. Das macht er jetzt nicht wirklich. Ja, mach weiter. Chillt ihr noch immer? Diese Staubsaugegeräusche, auch wie sie zum Chillen bringen. Beruhigt euch das auch immer so Staubsaugergeräusche? Ja. Ich liebe es. Ja. Ich werd geil dadurch. Da freuen sich die Nachbarn, aber... Ja. Mama! Seufzt. Barry! Danke, Barry! Drecksau, danke dir! Hast du ihn gerade Drecksau genannt dafür? Ich hoffe, Arne, wenn du was Community ist, gerade dir Emotions. Guck mal hier! Blood Moon! Und? Plupp! Blood Moon hat dir gerade noch Daddy reingeworfen. Ist es wirklich zufalls? Oh, der hat voll gepasst. Ist es wirklich zufalls passiert, wo die laden, was willst du machen? Wait, er übt schon. Und dabei. Ich glaube eher sowas wie. Ich muss es aber gleich ausschalten, ne? Sonst trollt er mich. Ich würde gern auf dieses 30 cm und trotzdem noch traurig zurückkommen von Mirko damals. Was? 30 cm und traurig? Weißt du es nicht mehr? Ihr solltet euch doch einen Pornotitel für euer Leben ausdenken. Ja, ja. Da hatte ich den. Joel ist weg. Der ist den Stuhl runtergerutscht. Oh. Der ist eingechillt. Der ist am Chillen. Ja, ja. Der ist maximal. Wie echt? So. Sind die echt, Dinger? Die sind echt, ja. Ja, sie ist echt. Nee, darf ich mal anfassen? Ja. Nur ein bisschen? Nein. Meine. Hallo? Was? Noch ein bisschen näher. Ich komm nicht ran, ich bin zu... Kommst weiter. Du jetzt ran? So, ich check ja gar nichts. Oh, ich glaub... Sieht echt an, oder? Ich glaub, die sind echt. Wieder machen. Ich darf das, ich bin Sender. Ich hab keinen, mit dem ich hier was machen kann hier. Das ist unfair. Danke, ich kann auch ein bisschen an dir rumgraben. Rede aus. Rede aus. Rede. Nee, du sollst mal aussprechen. Also, du hast sie kennengelernt. Wo? Ja. Im TF. Also bitte? Ja, lass dich nicht immer ablenken. Grell! Ah ja, im Teamspeak, ja, weil du World of Warcraft gespielt hast, ja? Ja, weiter. Doch. Viele böse Wörter heute gesagt, das müssen wir ändern bei mir. Ach, scheiße! Oh, yeah.
mal auf 870 aufrunden und allen schon mal vorweg viel Erfolg bei der Suche nach den Ostereiern. Mal auf 870 aufrunden und allen schon mal vorweg viel Erfolg bei der Suche nach den Ostereiern. Dankeschön, Arne, auch wenn du Arne, danke, du hast, glaube ich, aus Versehen zweimal donated gerade, oder? Hat er doch, glaube ich. Dankeschön, Arne. Ich habe meinen Schreibtisch jetzt übrigens mal ganz kurz gewischt. Ich hatte Kaffee jetzt auf dem Schreibtisch. Lilly kriegt nichts mit, scheinbar gerade. Habe ich so das Gefühl, oder? Was, jetzt kriegt sie was. Lilly hat eine lange Leitung, jetzt hört sie Musik wahrscheinlich. Ja, jetzt. Ah. Wollen wir Lilly sagen, dass sie Delay hat, oder lassen wir es? Ja. Lilly. Geil, oder? Bei mir ist jetzt vielleicht... Nö, kein Delay. Nö, nein. Für, ey, lass die... Von dem mit den Angelhaken. Wie im Kindereinkaufsladen. Eier? Ach, das sind doch keine Eier. Oder? Nee, also ich wäre enttäuscht. Doch, das sind Eier. Die sind ja eckig. Ja. Nee. Nee, das sind... Nee, doch. Doch. Eckige Eier? Ja, da müssen wir aber noch ein Backticket machen, oder? Eier zu eckig. Das sind eine kaputte Texturen auf jeden Fall. Das ist Gebackel. Jetzt stell dir vor, Jeff, guck mal, wenn wir alle so wackeln, sieht das richtig bescheuert aus. Ja. Warte, wenn dann Tarn. Ich hab dicke Lippen. So spielt man heute World of Warcraft. Willkommen im Internet 2018. Arena-Spieler! Genau, richtig. Na, ratet! Oh, Lilly geht voll ab dazu! Lilly gefällt das. So, genug jetzt! Ja, danke. So. Oh, warte, Outro! Es gibt sogar ein Outro bei dem Lied. Karamell und so, aber hier richtig. mit Salz. Zähne weggammeln. Richtig. Ja. Also im Cineplex, da gibt es nicht mal mit Butter. Da gibt es bloß gesalzt oder süß. Lilly dreht voll durch. Ihr müsstet gerade mal Lilly hören. Hallo Lilly. Was war es denn? Die Zähne weggammeln oder was soll das denn? Das Memo hast du wohl nicht bekommen, ne? Ich gucke, ob ich noch ein bisschen Schamhaare hier rumliegen habe vom letzten Rasieren, aber es sieht schlecht aus. Ich habe hier so ein Klettding gefunden. So ein Klettding. Ich kann dir was geben von meiner, von anderen Stellen. Da habe ich genug. Und ein polnischer Mario. Ein polnischer Mario. Wie sieht ein polnischer Mario aus? Oh mein Gott. Mach einen Screenshot. Das weißt du. Guck mal, hier, Theo Weigel. Theo Weigel geht auch. Ja. Jetzt musst du den noch so zwirbeln an den Ecken. Dann mal rüber. Wie lange hältst du es mit Lilly in dieser komischen Auto? Guten Tag, ich hab da mal eine Frage. Kann man mit dem Pipi-Mann auch Arm machen? Oder ist er dafür noch zu klein? Darf man mit dem Popo auch wo kommt mal das denn her? Machen? Ich hab keine Ahnung. Oder kommt dann gleich die Polizei? Ist doch lustig, hab ich was gesagt? Was war das laut gerade, Alter? Ich hab keine Ahnung. Oh. War das laut auf einmal? Memo! Danke, Puccinella. Bin sehr wach jetzt mittlerweile.
Wer hat gerade noch ein leichtes Kammernflimmern bekommen hier gerade? So, Busenlilly ist immer. Was ist denn bitte Busenlilly? Wieso hast Busen du einen neuen Lilly. Titel? Ich finde das sehr sexistisch. Lilly hat keinen Busen. Wie das wieder Gras über die Sache gewachsen ist. Wie das wieder Gras über Sachsen gewachsen ist. Nicht zu viel, ne? Ist nicht gut für die Zähne. Ja, wir haben aber gelernt, es hat auch Vorteile hin und wieder. Beim Lutschen. Lutsch. Beim Eis. Nein, bei Blasen. Ich spiele nicht das Ganze, keine Angst. So. Dankeschön, Barry. Nochmal. Also, wer von euch möchte denn... Achso, das ist ja jetzt hier... wir sind Listerine. Genau. Aber wir bleiben bei der Günther-Stimme, oder? Hallo, ne? Ja. Okay, Günther-Stimme. Sei gegrüßt. Ich glaube, es geht ihr nicht mehr gut. So, jetzt. Die lacht sich in die Toilette gerade. Hallo, Lilly. Warte, Lilly. Ja? Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Nein. Ein Bagger. Oh Gott. Lilly, wenn sie einen Lachanfall hat. Das ist auch scheißegal, was du jetzt sagst. Sie lacht auf jeden Fall. Das Aussagen ist egal. Hey, Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch. Gut, danke. Ach, das sind doch noch die ganz alten Folgen. Die gibt's doch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Hört ihr das, Zimtregen? Stefan, er redet bei Pokémon von ganz alten Folgen. Er redet von alt in dem Kontext. Wir sind ein junges Ding, oder? Der Mirko. Noch so unverbraucht und jung. Ist der noch Pokémon? Was? Mir geht's gut, danke. Ja. Keiner hat dich gefragt, wie es dir geht. Das interessiert doch keinen. Ich glaube, das hat dir gerade irgendwas geflüstert. Wie es mir geht, jederzeit. Ja, einfach so. Mach das mal. Sind wir aus dem Verlies hier raus. Achso, du hast kein Mikrofon, stimmt. Ja, besorg dir mal ein Mikrofon. Sind wir hier bei arme Leute? Ich kann doch nicht angehen. Ja, arme Leute ist Kinder. Leck du mich. Nein. Doch, wirklich. Lass mich. Aber später bitte, ja? Nicht jetzt. Ist auch, weißt du, ich kacke hier die Lilly an, dass sie sich irgendwie, die hat nicht mal ein Mikrofon. Ja, und jetzt kann ich. Ja, ich stehe auf den Tagepuren. Also, nein, ich hab's. Ich meine die Karte. Verdrängt. Ja, verdrängt. Ey, die schreibst du mir sicher. WhatsApp-Nachricht bekommen mit einem Bier drauf zu sehen. Oh, wer Krombacher Radler. Wir wollen ja keine Werbung für Alkohol, aber Radler jetzt. Aha. Egal was, ob Alkohol oder nicht, holt euch was Kühles zu trinken. Wir machen eine ganz kurze Pause gleich. Gibt's hier noch Bosse? Nö, ne? So, nein, wir sind fertig. So, dann machen wir gleich weiter mit dem Dungeon. Holt euch was Kühles zu trinken, ist so warm und dann reden wir mal ein bisschen darüber, was ihr so für Tricks habt. Hosenstall, echt jetzt? Ihr seid ja an den Afghanis vorbeigelaufen mit offener Büx. Ja. Weißt du jetzt, warum die euch immer wegbomben? Meinst du das? Gewinner mitnehmen für das Reichen? Ich soll jetzt sagen, wie viel PS. Also der richtige, der Gewinner ist derjenige, der 400 PS gesagt hat. Herzlichen Glückwunsch. 400 PS. Du kriegst jetzt das, was aus dem Arsch des Drachen kommt. Herzlichen Glückwunsch. Alter!